Wenn man von Sicherheit bei E-Mail spricht, dann muss man sich eigentlich auch erstmal fragen, was versteht man denn unter sicher? Ja? Und da hat wahrscheinlich jeder so ein bisschen andere Vorstellungen. Aus meiner Sicht würde sicher bedeuten, dass ich irgendwie sowas wie eine Zuverlässigkeit habe in der Zustellung. Wenn es darum geht, die Vertrauenswürdigkeit von einem Absender her zu prüfen, muss man vielleicht erstmal festhalten, dass E-Mail und die Technik, die darunter liegt, eigentlich eine sehr einfache ist. Ja, das ist dann insgesamt eher mit einer Postkarte zu vergleichen. Und da können Sie ja auch eine beliebige Absenderadresse draufschreiben. Die Inhalte sind lesbar für den Briefträger und so weiter. Und bei E-Mail ist es ziemlich ähnlich. Ja. Und das nutzen natürlich auch die Betrüger. Da steht dann vorne dran als Name Albert Ludwig, aber als echte E-Mail-Adresse oder als Absenderadresse kommt dann irgendwas Kryptisches. Wenn man es wirklich erkennen will, muss man eigentlich in den Quelltext der E-Mail, wo man sich angucken kann, ob von wo die E-Mail wirklich kommt. Wenn man jetzt eine E-Mail bekommt mit einem Link und man sich nicht und man möchte jetzt prüfen, macht das Ganze Sinn, dann geht es erstmal darum zu verstehen, macht überhaupt diese E-Mail quasi Sinn? Ist die erwartbar? Kommt es in einem Arbeitskontext, wo ich irgendwie davon ausgehen kann, ja, stimmt, da schickt mir der Kollege einen Hinweis auf eine Webseite, wo was Interessantes steht. Und wenn ich schon etwas skeptisch bin, dann muss ich mir den Link genauer angucken. Da geben sich eben so Betrüger mittlerweile sehr viel Mühe, diese Links auch so anzupassen, dass sie echt aussehen oder sinnvoll aussehen. Nehmen Sie ein Beispiel uni-freiburg.de. Wenn Sie das G durch das Q ersetzen, dann sieht es ziemlich ähnlich aus, aber im schnellen Draufschauen übersieht man das vielleicht und dann hat man draufgeklickt und landet vielleicht auf einer Seite, wo dann ein Virus heruntergeladen wird und Sie sich Schadsoftware auf den Computer holen. Für den Laien ist es in der Tat nicht so einfach zu erkennen, ob da jetzt was Schadhaftes an Dateianhang dran ist. Es fängt damit an, dass Sie zum Beispiel vorgaukeln, Sie haben eine PowerPoint-Präsentation mit einer Endung PPTX. Und wenn man dann genau hinguckt, dann ist aber vielleicht noch eine weitere Endung .exe dran, was eigentlich für eine ausführbare Datei spricht. Und wenn man die dann anklickt und runterlädt und eben ausführt, dann kann es sein, dass eben auch Schadsoftware auf dem Computer installiert wird. Da greift dann hoffentlich schon die Antivirensoftware, die überall installiert sein sollte, aber im blödsten Fall trifft es eben nicht zu. Man sollte schon genauer hingucken, was man denn weiterleitet. Oftmals ist vielleicht noch eine frühere E-Mail-Kommunikation angehängt, die eigentlich mit der Sache überhaupt nichts mehr zu tun hat. Die sollte man dann auf jeden Fall rauslöschen. Oder man kopiert einfach sowieso nur die wesentlichen Teile raus, schreibt eine neue E-Mail, vielleicht auch mit einem sinnvollen Subject, wo dann auch klar wird, um was es geht. Und gerade natürlich bei vertraulichen Inhalten, sei es Prüfungsinformationen bei Studierenden, sei es andere vertrauliche Dinge, muss man natürlich schon immer genau überlegen, wer soll jetzt diese E-Mail erhalten und auch aus welchem Grund. Manchmal macht es auch wirklich Sinn, zum Beispiel, wenn ich eine neue Person im CC hinzunehme, das auch wirklich in der E-Mail hinzuschreiben, damit alle Beteiligten wissen, ach, da ist jetzt eine neue Person in die Kommunikation mit dazugekommen und dann ist immerhin transparent gemacht. Das Verfahren läuft so ein bisschen wie, was man vielleicht im Alltag schon selber auch gemacht hat, so ein Postident-Verfahren. Im Endeffekt muss man sich wirklich an einer Stelle ausweisen und sagen, ich bin der, der ich bin. Und dann kriegt man eben ein technisches Zertifikat, da steckt Kryptographie-Infrastruktur dahinter. Und das ist schon ein Mechanismus, den wir auch hier an der Uni anbieten können und über den man sicherstellen kann, dass ein Absender dann oder ein Sender auch der ist, der vorgibt zu sein.